Verschwendet der Staat Steuergelder? Ja, manchmal. Tut er es dauernd? Nein. Haben wir das Gefühl, dass er es dauernd tut? Oh ja. Und dieses Gefühl verdanken wir dem Bund Deutscher Steuerzahler. Die Mitglieder, Unternehmer, leitende Angestellte, Selbstständige, vor allem kaum Arbeitnehmer. Der Zweck, unablässig das Bild eines gierigen, unfähigen Staates zu zeichnen, der unser sauer verdientes Geld in irgendwelchen sinnlosen Projekten verpulvert. Der Präsident, Rainer Holznagel, ein Mann, der wie ein freundlicher, leicht beschränkter Papagei die immer selben Wörter in jedes Mikrofon kräht. Steuerverschwendung, Steuerverschwendung. Gut so, Rainer, zeig's ihnen. Damit will der Bund der Steuerzahler eine Einstellung in der Bevölkerung provozieren. Ja, wenn der Staat das Geld immer so unsinnig raushaut, ist vielleicht besser, er kriegt nicht so viel davon. Und deswegen fordert der Bund Deutscher Steuerzahler auch seit Jahren eine Absenkung der ach so hohen steuerlichen Belastungen. Gleichzeitig verschickt dieser Haufen wild gewordener Erbsenzähler Broschüren an Kommunen in Deutschland mit Tipps zum Sparen, wie zum Beispiel dem Schließen von Hallenbädern. Wann im Gegenzug die Swimmingpools der Reichen für die sozial Schwachen geöffnet werden, stand in der Broschüre gar nicht drin. Die Wohlhabenden geben Tipps, wie die Armen noch besser sparen können. Wie nennt man sowas in unserem Land? Richtig, gemeinnützig. Als gemeinnützig ist der Bund Deutscher Steuerzahler anerkannt. Wenn aber einer Organisation wie ATTAC, die sich für eine Begrenzung, Beschränkung der Finanzmärkte einsetzt, ist jetzt gerade eben vom Finanzamt Frankfurt die Gemeinnützigkeit entzogen worden. Begründung? Nützlich ja, aber nicht gemein genug. Nicht so. Nicht so wie die Konrad-Adenauer oder die Bertelsmann-Stiftung oder andere Schützenvereine. Wir halten fest, in diesem Land sich fürs Gemeinwohl einzusetzen, ist nicht gemeinnützig. Förderungswürdig bleiben aber weiterhin Parteipolitik, Firmen, Klientel, Lobbyismus und Rumschießen. Das Ende der Solidarität ist nahe. Und wo kann man das besser beobachten als beim Streik der Gewerkschaft der Lokführer? Das ist aber auch eine Frechheit. Was? Erst privatisiert man die ehemaligen Beamten und gibt ihnen ein Streikrecht. Und dann nutzen sie dieses aus und wenden es an. Schockierend, oder? Und da fiel doch so mancher journalistischen Edelfeder vor Schreck der gerollte Geldschein aus der Nase. Denn da gab es plötzlich einen Streik, der etwas bewirkt. Nein, doch! Oh. Das Motto lautet natürlich, Streik schon, aber nicht während der Arbeit und nicht während dem Urlaub. Ansonsten sehr, sehr gerne. Wie weit ist der Begriff Solidarität in unserem Land heruntergekommen, wenn Menschen, die völlig zu Recht für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne ihre Arbeit niederlegen, sich von der Presse aufgehetzten Bevölkerung als Idioten beschimpfen lassen müssen? Hallo, Lokführer. Ich habe gelesen, dass ihr nach 20 Berufsjahren 1.750 Euro netto verdient. Wisst ihr was? Streikt mal schön weiter. Und zwar richtig, bis es kracht. Und nicht für 5% Lohnforderung, sondern für 25%. Durchhalten. Ihr seid die Letzten eurer Art. Und wer wird in diesem Land gerufen, wenn die Arbeitgeber mit solchen Arbeitnehmern nicht mehr fertig werden? Richtig, die SPD. Die Sammelbewegung zur Proletarierdemütigung. Und deswegen hat sich heute Andrea Nahles auch hingestellt und versprochen, dass sie bald für Ruhe sorgen wird. Und wie wird sie das machen? Durch ein Gesetz, das den kleinen Gewerkschaften das Streikgenick bricht. Plötzlich wird einem auch klar, dass es tatsächlich Fälle bizarrer Steuerverschwendung in unserem Land gibt. Oder wie sonst sollen wir das Gehalt für Frau Nahles nennen? Applaus